Herzlich willkommen zurück zu einer Folge Icarus. Seit der letzten Folge ist einiges geschehen. Ich bin Level 24, nicht mehr Level 15. Wir haben unser Haus das erste Mal komplett in Stein gebaut und dann auch gleichzeitig hinterher noch erweitert, was schon ein Farmen von Holz, aber hauptsächlich von Steinen mit sich gebracht hat. Ansonsten ist außerhalb nichts passiert. Ändert sich auch nichts. Im Inneren, wie gesagt, alles aus Stein. Ein paar neue Sachen sind hinzugekommen. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Gut, im Holzschrank. Diese Eisenkisten habe ich als Belohnung bekommen für, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche Tiere töten. Dann haben wir hier eine Zimmermannsbank gebaut, auf der wir veredeltes Holz bauen können, dass wir noch irgendwelche Sachen bestimmt benötigen. Noch mehr Schränke. Hier haben wir einen Betonhochofen, aus dem wir jetzt Eisenbahn, Gold, Kupferbahn, Glas, Aluminiumblöcke, Platinblöcke, Titanblöcke und Stahlbarren herstellen können. Dazu brauchten wir vorher noch einen Betonmischer, der kann eigentlich nur Beton. Hier eine größere Verarbeitungsbank. Den haben wir vorhin da auch schon kurz gesehen, den Biosprit-Komposter. Elektrische Geräte, Aluminiumpfeile, Schrauben, Bohrer. Die Werkbank kennen wir noch, das ist der Biokomposter, da können wir aus den verschiedensten Sachen Biotreibstoff herstellen. Rohes Fleisch, Masern, Holz, gekochtes Fleisch, Stock, dazu immer Baumharz. Und mit Hilfe eines Kanisters können wir das Ganze dann auch abfüllen und für unseren Tiefbaubohrer benutzen. Den haben wir auch, dann nehme ich euch jetzt mal mit, beziehungsweise ich hole euch wieder ab, wenn wir da sind. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Karte gar nicht so weit weg von uns und hier habe ich ein Vorkommen von Erz gefunden, worauf ich auch den Bohrer gesetzt habe. Ich mache ihn mal aus, weil das Ding tierisch laut ist. 19 Eisenerz hat er immerhin schon gefördert. Und hat dafür eine Kraftstoffverbrauch. Das geht. Das Problem ist tatsächlich, dass das für meine Begriffe ewig dauert, bis er hier mal ein Eisenerz rausgeholt hat. Vielleicht gibt es da im späteren Spielverlauf noch irgendwelche Verbesserungen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten dauert das hier, weiß ich, eine Minute oder so. Oder sogar noch länger, vielleicht sogar 2 Minuten. Mal eben gucken, wie langsam das hier vorangeht. Nicht nur alleine, ihr habt ja gesehen, dass das nicht gerade die schnellste Methode ist, um Erz abzubauen. Aber na gut, ich wollte es natürlich auch mal ausprobieren. Dafür, dass der eben einfach nur so vor sich hinläuft und man nichts machen muss, okay. Aber naja, muss dann jeder für sich wissen, dass die Art und Weise ist, wie man hier an Erze kommt oder lieber selber mit der Spitzhacke
einfach mal eben in eine Höhle geht und dann, weiß ich nicht, 5 Minuten später mit, keine Ahnung, um die 300-400 Ärzte wieder rausläuft, geht das schneller. Aber natürlich, oder zumindest so habe ich das bis jetzt mitbekommen, spawnen die Ärzte in der Höhle auch nicht nach. Was natürlich heißt, irgendwann muss man weite Wege gehen, um wieder an Ärzte zu kommen. Man weiß es nicht. Vielleicht spawnen die irgendwann nach, aber so bis jetzt in der einen Höhle direkt neben meinem Lager, da ist noch nichts Neues bei rausgekommen. Das ist immer noch leer und ich denke mal, dass das auch leer bleiben wird. Das ist vielleicht noch abzusehen. Das sollte es aber auch schon gewesen sein von meinem kleinen Zwischenfazit. Ich werde hier vielleicht doch noch 1, 2, 3, 4 Spieltage investieren. Leider ist es so, dass ja, es gibt einfach nichts mehr Neues. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist eben den Charakter leveln, um mehr Sachen herstellen zu können und bessere Sachen herstellen zu können. Aber an der Umgebung, an den Tieren, sicherlich gibt es da noch ein paar andere Tiere in der Wüste oder der Eislandschaft, aber ach, aus normalen Bären wären dann eben Eisbären oder was, keine Ahnung, mehr kommt hier aber nicht mehr. Es gibt wohl noch einige Bosse, die man töten kann, habe ich aber noch nichts von gesehen und werden hier bestimmt auch nicht irgendwo in der Umgebung rumlaufen. Ja, und ansonsten ist das eben ja, leider das, was man jetzt noch machen kann, ne? Leveln, um hier mal irgendwie alles freizuschalten. Weil da ist noch einiges, was man freischalten kann, sicherlich. Hier haben wir noch nicht mal angekratzt. Ja, dann mit Elektrizität und mit Jagdflinte. Aber das ist eben was, weil wenn man alleine spielt, keine Ahnung, ob man dann das alles so weit treiben will oder die, ja, die Ausdauer hat, sage ich mal, um das so weit zu bringen, weil es dauert doch immer länger. Ne? Jedes Level braucht mehr Punkte, logischerweise. Naja, wir schauen mal, ob ich der ganzen Sache noch ein paar ein paar Spielstunden gebe. Ansonsten war es das erstmal hier von meiner Seite für dieses kleine Zwischenfazit und diesen Ausblick auf das, was für euch vielleicht noch in weiter Ferne liegt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.